Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich bin der Semtex Wookie. Einen Gruß an den Dominik, das sage ich trotzdem. Und ja, ich spiele Team Deathmatch. Mit der Sniper. Sniper muss man ein klein wenig, ja, wartend spielen, sage ich jetzt. Ja, weil das einfach. Weil du fast keine Chance hast oder wenig, wenn du einem mit der MP oder das Sturmgewehr gegenüberstehst und der hat mehr Schuss und man schießt gleichzeitig, außer sei du triffst zuerst, dann sind deine Chancen gleich weg. Ja, und ich habe drauf einmal Thermal. Na, das mögen die meisten nicht. Ja, mein Gott, was soll ich machen? Und panzerbrechende Munition, weil das bekannte Problem mit den Westen steht. Also die Westen, das ist auch so ein leidiges Thema, wie viel die schlucken, teilweise ganz schlimm. Und ja, jetzt passiert gerade wenig, aber das Ergebnis wird sein zum Ende 23:0. Ich habe dabei das Geschütz. Ab 7 gibt es das, ab 7 Kills. Dann habe ich den Kampffeind dabei, ab 9. Sobald du das Geschütz hast, hat sich das mit dem Kampffeind eigentlich fast erledigt. Den kriegst du dann eigentlich automatisch. Also 2 Kills sollte das Geschütz mindestens machen. Und ich treffe nicht. Und dann habe ich den Helipilot dabei. Ab 12 gibt es den. Ich habe schon Feldbefehle. Ich werde eine Cam haben, das heißt. Ja, ich habe ein Geschütz, zwei Helis, eine Cam und alles auf der Karte und 23:0 Team Deathmatch. Das ist schon nicht schlecht mit der Sniper, ob Thermal hin oder her. Weil bei Standard haben jeder Spieler, wo gekillt wird, die Möglichkeit, die Abschusskamera anzuschauen und damit zu sehen, wo du bist und meistens. Ist das auch der Fall, dass sie es anschauen, wenn du den gleichen Spieler drei, viermal nacheinander killst und er hat die Möglichkeit, dich da rauszuholen, was eigentlich meistens auch der Fall ist. Wundert mich, dass ich hier auf 23:0 komme. Und ja, also was heißt wundert mich? Ich hätte so gemacht, dann hätte ich schon versucht, hier den Kollegen dann zu holen. Und jetzt kommt, glaube ich, die Cam gleich. Dann ist diese Sache, ich hoffe, sie wird nicht gestohlen. Aber eigentlich glaube ich nicht. Meine Kollegen passen dann auf, da ist sie. Die werde ich mir aufheben, oder jetzt in dem Spielmodus, die werde ich mir aufheben bis zum Schluss. Und dann mit der Cam den Spielgewinn, den Abschuss hinzukriegen. Ja, also das macht es eigentlich schon einen richtig leicht. Hier, wenn sie so auf dich zulaufen. Und denken, sie wären unbesiegbar. Ja gut, mit der hinterm Auto sitzen ist nicht so toll, aber was soll man machen? Mit der Sniper ist es anders fast nicht möglich. Und ja, 23:0 ist das Ergebnis. Dann möchte ich gleich mal zwischendurch meine Kollegen grüßen. Das ist aber der Taktus-Wookie und der Rambo, die was hier mitspielen. Ja, und normalerweise ist das Ergebnis in der Runde immer, oder generell, wenn ich mit den zwei spiele, dass die 35, 40, 45 Kills haben. Da ist der Kampffeind und das ist eigentlich gar kein Thema. Ich tue mir eigentlich immer ein bisschen schwer, weil ich doch vorsichtiger spiele und mit der Sniper spiele, schaue auf meine Quote, schaue auf meine Präzision, schaue ein bisschen. Was nicht immer hilfreich ist, um das Ding zu gewinnen, aber in dieser Runde geht es ganz gut. Ja. Und jetzt hoffe ich, dass der Kampffeind gleich mal ein, zwei Kills macht, dass ich mein Heliplot bekomme. Und ja, das dazu, wie gesagt, 23:0 wird das Ergebnis sein. Und das ist schon nicht schlecht. Und so viel sitzen tue ich nicht. Jeder weiß, wo ich bin. Durch die Abschusskamera eben wohl gemerkt. Da ist der Kampffeind.
Mich würde interessieren, wie ist Night bei dir? Wenn das einer anschaut und denkt sich, ah, scheiß Camper, ja gut, schreib mir, wie würdest du snipen auf dieser Karte? Und dann wird eigentlich ganz schnell klar, dass das entweder das Haus hier oben ist, das Haus unten ist oder es ist fast nicht möglich, hier gut Kills zu kriegen mit der Sniper während dem Laufen. Und ja, aber trotzdem würde mich eure Meinung interessieren. Schaut es euch an. Gebt mir ein kleines Feedback. Sagt mir, was ich besser machen kann oder wie ich besser spielen kann. Ich bin für Meinungen immer offen. Würde mich interessieren. Allein schon deswegen, ob ich es ja halbwegs gut mache. Schaut es euch an. Und ja, immer fleißig weiter zocken. Ich grüße euch. Viel Spaß noch. Ciao, euer Wookie. Und Dominik, ich sag's trotzdem. Ja, fertig. Wahnsinn.